Guten Morgen, ich bin's wieder, Michael Autoaktiv. Wir sind wieder unterwegs und sind gerade auf dem Passo de Rolle. 2000, ich glaube 2000 Meter hoch. Mal hier oben ein bisschen marschieren. Schauen wir. Muss mal gucken, wie das jetzt heißt. Hier, das eine ist die Langorei-Gruppe. Das andere werden wir sehen. Okay, wir werden ein bisschen laufen. Kommt einfach mit. Auf geht's. Wie unschwer zu erkennen ist, Schnee. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ist ja schlecht ausgeschildert irgendwie. Vielleicht geht es auch da hoch. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt da hoch. Ja, vielleicht. Der schlängelt sich so hoch da, denke ich mal. Aber dann kommen wir auch da oben raus. Mal sehen, wie weit wir hier kommen im Schnee, ne? Wenn jetzt immer so zwischendran ist, ist ja okay. Gut. Die Sonne scheint wunderbar. So, dann wollen wir ein bisschen Schneescooter fahren hier. Ja. Ist hier der Sprit ausgegangen? Aber ja, rundum. Da fliegt der Flieger mitten durch. Rund um Berge, ne? Da unten steht unser Autochen. Ja. Irgendwie müssen wir da drüber. Kannst du bald noch Schneeschuhwandern machen hier. Ja, hier sind noch so ein paar Schneefelder zu überqueren. Ja, so in dieser hellen Wand, dann kommt da so ein bisschen was, als wenn da was runtergelaufen wäre, so dunkel. Ja. Und da in diesem Dunklen, so ein bisschen so schräg, so sieht so aus, wenn da von da was kommt. Rein. So. Ja, da kannst du alleine hochgehen. Vielleicht bis dahin. Viel zu weit runter gucken. Den Rest vielleicht nicht machen, aber die letzte Spitze sowieso nicht. Wobei das natürlich nicht schlecht wäre, ne?
geht bestimmt so ein Klettersteig oder eine Leiter hoch oder irgend sowas. Gut, da muss man auch ausgerüstet sein für, ne? Ganz schön matschig. Na ja gut, wir haben 10 Grad. Da rüber, Schatz. Da, ne? Behaupt dich mal. Ja, da ist ein tieferes Loch. Hatte ich auch. Du sogar? Ja. Pass auf. Abfahren von da oben runter. Hier ist es nicht so ganz genau zu erkennen, ne? Wo es hier weitergeht. Da ist ein Weg lang. Da hinten sieht man den Rest. Rausgucken. Und dann wahrscheinlich da hinten lang. Die Spur da lang. Cool. Eine Hütte bis vor kurzem wahrscheinlich noch auf gewesen. Für die Skifahrer. Jetzt wird umgerüstet. Auf die Wanderer. Ja, hat aber keiner an uns gedacht. Tja. Muss mal auf die Karte gucken, wo wir uns hier befinden. Ja. Leider in der Wand, da hinten sieht man nicht so viel. Und dann ist natürlich wieder was Schönes. Aber gut, vielleicht kriegen wir noch mal die Chance. Ja, wir laufen gerade so ein bisschen querfeldein. Habe auch gerade mal in so ein kleines Schneeloch reingedappelt. Weil die Wege, ich sag mal wirklich ausgeschildert, ist nichts, aber man sieht sie. Aber breiten Wege werden wohl auch jetzt im Winter entweder für Zuwegungen genutzt und sind daher noch mit Schnee bedeckt und lässt sich echt schlecht laufen. Auf Deutsch gesagt, scheiße. Daher laufen wir gerade so ein bisschen querfeldein hier. Wir schauen mal, wie lange noch. Und wie hoch werden wir jetzt sein? Sagen wir 2100 vielleicht. Das ist wahrscheinlich mehr. Ich guck gleich mal in unsere Karte. So, dann guck mal. So sieht's aus. Da hinten ist nochmal eine Felswand, die wahrscheinlich gut aussieht. Weil deutet sich an. Das zieht genau daneben rein. Ansonsten geht es rundherum eigentlich so ganz gut. Was ich auch gar nicht erwähnt hatte, ja, der Bart ist schon wieder länger geworden, Leute. Mal frisch gewaschen, ein bisschen zottelig. Aber das wird. Hier sieht man überall die Löcher und die Spuren. Da fährt sogar noch einer Ski. Tourengeher wahrscheinlich. Irgendwo aufmarschiert mit Dinger auf dem Rücken. Und hier kann er noch ein bisschen runterfahren. Ist natürlich stumpf, relativ babbig. Gut. Aber ich war hier stehen geblieben. Man sieht immer die Gänge und Laufspuren der Mäuse und welche Tiere auch sonst so da unten sich breit gemacht haben. Die sich dann unter dem Schnee bewegt haben. Ja, ich fahre so Ski. Ich meine, okay. Ist ja noch Schnee da. Naja, hier auf dem Weg kann man ganz gut laufen, weil die haben sie mit der Raupe lang gefahren. Ja, wir nähern uns. Aber man kann es noch nicht so genau sehen. Das geht noch richtig hoch da hinten.
Leider hängen die Wolken ein bisschen drin, aber trotzdem noch ganz schön. Und den Schneemann bauen. Schön. Gut. Ist schön, aber selten. Genau. Keine Steine hier. Nee, ein bisschen weiter vorne kommen welche. Muss da noch einen bauen. Sezione di Priare. Vielleicht hat der das hier oben eingerichtet, he? Das kann ja sein, der Kollege hier. Ja, mal einen Keks nehmen. Gute italienische Mandelkekse. Schmecken aber wie schwedische Haferkekse. So, wir verabschieden uns wieder. Wir gehen wieder nach unten. Aber wie geht's? Hätten wir fast noch die Schneeschuhe mitnehmen können. Schneeschuhwandern. Giusto, geschlossen. Bitte? Die alte Schneeraupe. Ja, interessant ausgespülte Formen hier. Da ist der Wolf auch wieder zurück, der Bär. Siehst du? Hm? Da ist der Bär noch wieder zurückgegangen. Der wollte auch mal Aussichtspunkt. Der wollte einen Kaffee haben. Ach so. Ja, siehst du? Und der müsste doch wissen, dazu ist. Der Kollege. Tja, was überlegen. Schön ruhig laufen wir jetzt hier spazieren. Vor 3-4 Wochen, vielleicht nicht mal so lange, war hier wahrscheinlich die Hölle los. Skifahrer. Jetzt kannst du dir zwei Steinchen mitnehmen, Schatz. Dann kannst du deinem Schneemann noch mal ein paar Augen machen. Ja.
hat zwei Reißzähne. So. Ja, das ist so ein Wolpertinger. Oh, fallen die Zähne aus, ihr habt Karies, Kollege. So ist gut. So, dann halt noch ein paar Tage. Ja, da hinten doch eine Abfahrt da. Ja. Mal runterschmeißen. Scheiße. Muss versuchen. Juhu. Da fällt er. Ja, fast eine Lawine ausgelöst hier. Meter Schnee hier aufgeschüttet. Der erfriert uns noch. Den lege ich jetzt mal ein bisschen in die Wiese. Da wird es vielleicht ein bisschen wärmer mit dem Schnee. Der ist bestimmt von da oben irgendwo runtergefallen. Hm, Kollege? Da ist ein bisschen wärmer jetzt. Das ist interessant. Ja. Ziemlich porös. Da scheint die Sonne drauf da hinten. Ja, war bei beiden nötig. Hier muss doch irgendwie ein Weg hinführen zu dem blöden Ding. Ich denke mal da. Muss man wieder darüber. Ja. Der Rückweg ist angesagt. Warte, willst du dir helfen? Eine Hand geben oder so? Noch einen ganz speziellen Gruß an unseren Freund Gerd Kreuzer. Grüß dich, mein Lieber, aus den Dolomiten. Arbeit nicht so viel. Man sieht sich. Schön ist. Ja, das war's von diesem Spaziergang heute. Zumindest hier. Uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn es so ist, gerne mal einen Daumen hoch. Wie immer, lasst mal ein Abo da, verpasst ihr ab sofort nichts mehr. Und wir sehen uns irgendwo aus Deutschland. Oder wahrscheinlich erstmal aus Italien. Bis dann. Ciao. Adi, wie der FG.